So, willkommen zurück zu unserer beliebten Serie, wie baue ich ein BBS HD. Display montieren, Gashebel, das Gröbste aber hinter uns und dann legen wir gleich los. Dann nehmen wir uns das Speed-Sensor-Kabel vom Motor zusammen mit dem Geschwindigkeitssensor, stecken das ineinander, schrauben das ordentlich fest und hier haben wir die Halterung dafür, kann an verschiedenen Positionen montiert werden. Ich verwende meistens diese Position hier, damit das Kabel auch nochmal schön nach hinten geführt werden kann, weil ja da auch immer wieder verschiedene Längen notwendig sind. Wenn es nämlich umgedreht ist, hängt das Kabel weiter nach unten. So, hier habe ich die Klebefolie weggemacht, fixiere das dann am Anschlag, mache dann gleich diese Kabel mit rein und ziehe erstmal locker zu, nicht zu fest, damit ich nachher auch noch ein bisschen flexibel bleibe. Die Kabel am besten genau in dem Knick vom Kabelbinder selber, damit es ein bisschen Entlastung gibt. So, dann befestigen wir das Magnet an den äußersten Speichen, ziehen es auch erstmal handfest an, gehen dann in Position von dem Speed Sensor und ziehen das dann nochmal mit einem großen Schraubenzieher ordentlich an, damit es gut hält. Den Abstand können wir durch das Rein- und Rausschieben regulieren und hier kommt dann noch diese kleine Schraube rein, um die Position zu fixieren. So, dann verbinden wir den Hauptkabelbaum mit dem Splitter. Ein Kabel werden vier. Ganz wichtig, die beiden Pfeile aneinander ausrichten und zusammenstecken. So, und je nach Fahrradrahmen können wir das da entlang wickeln. Ich nehme gern solche Spiralkabel. Die lassen sich wunderbar an die vorhandenen Bremsschläuche dran machen. Das versteckt die Kabel recht gut und plus ist es nochmal etwas Sicherheit vor Abscheuern, vor Steinschlag. Manche haben auch innenliegende Züge. Das ist natürlich schwieriger, aber es findet sich immer irgendwie ein Weg, auch mit Kabelbindern, das am Kabel entlang bis vorne an den Lenker zu wickeln. So, jetzt die Spiralwicklung bis ganz hoch zum Lenker gezogen. Dann nehmen wir die Griffe ab. Manche sind ja verschraubt. Und diejenigen, die drauf gesteckt sind, gehen meistens etwas schwer, aber da gibt es auch einen Trick. Da machen wir nämlich unten ein bisschen Spiritus rein. Und dann kann man den schön abdrehen. Und dann können wir gleich die Bremse mit abmachen. Und dann haben wir schon Platz für Gashebel und Fernbedienung. So, die Anordnung am Lenker ist ein bisschen Geschmackssache. Ich mache das gerne so, dass ich den original Gashebel als erstes montiere. Der lässt sich schön nach unten drücken. Oder ansonsten haben wir noch alternativ einen Daumengashebel. Der sieht aus wie ein Schalthebel, ist relativ unauffällig, kann auch in verschiedenen Positionen montiert werden. Oder ein klassischer Gasgriff, wie am Motorrad, gibt es auch für die rechte Seite. Das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Ich mache jetzt erstmal den originalen Gashebel mit drauf, der mit dabei ist. Schraube den noch gar nicht fest, weil es macht auch gerne Kratzspuren am Lenker. So, das Display haben wir schon ausgepackt. Das ist das DPC 14 Farbdisplay mit Voltanzeige, USB-Anschluss zum Aufladen vom Handy, ist bei unseren HD-Motoren im Moment mit dabei. Fernbedienung ist absteckbar, was ich auch gut finde für die Montage. Ich stecke jetzt erstmal hier rein. Bei dem Display liegen auch solche Adapter mit dabei, die sind für kleinere Lenker gedacht. Für die Standardlenker kann man die ignorieren. Die Halterungen sind relativ flexibel, das heißt, es kann einfach drüber gestülpt werden und dann kommt im Prinzip auch schon die Bremse. Die Position, wie gesagt, ist ein bisschen Geschmackssache, das kann jeder für sich selber entscheiden oder ausprobieren. So, wir haben jetzt alles am Lenker positioniert, auch diese Spiralwicklung drumherum gemacht, macht einen schön geordneten Eindruck. Dann haben wir die vier Kabel vom Hauptkabelbaum, die verbinden wir jetzt mit dem Display. Hier gibt es auch wieder eine Kodierung mit den Pfeilen. Das Grüne ist das Display, gelb
Gashebel schön gut zusammenstecken, damit die auch wasserdicht sind. Dann haben wir noch zwei freie Bremseingänge. Da verwende ich gern einen Bremssensor für hydraulische Bremsen. Das ist nämlich der hier. Funktioniert zusammen mit einem Magnet. Das heißt, wenn das Magnet weg ist, schaltet der Motor aus. Und was ich auch gern montiere, ist der Gearsensor. Da mache ich aber nochmal eine separate Anleitung. Und jetzt sind alle Stecker hier belegt. Dann kann man die schön zusammenfalten auch und die entweder auch wieder mit Kabelbindern oder auch mit so einem Velcro umwickeln. So, jetzt haben wir das Rad fast fertig montiert. Die Verkabelung ein bisschen geordnet, Gearsensor dran gemacht, Schaltung neu eingestellt, Motor dran gebaut und als letztes mache ich immer den Akku dran. Da gibt es hier verschiedene Mythen zu den Akkus selber. Ich mache es immer so, dass ich einen möglichst großen Akku dran mache, weil ich finde, bei kleinen Akkus wird doch jede Zelle stark belastet. Die sind ja eher mit 10 Ampere belastbar, großzügig gerechnet. Pro P und ein 14S oder 13S 4P hat schon ganz schön zu kämpfen. Das heißt, die Spannung sinkt und deshalb verbaue ich lieber ein bisschen größere Akkus. Hier gibt es nämlich auch diese schönen Heilong Gehäuse, die sich hier an den Flaschenhalterösen festmachen lässt. Ich mache dann nochmal eine zusätzliche Öse dran. Der Akku hält doch nochmal um einiges besser. So, wir haben jetzt zwei verschiedene Akkus, sind beides 14S 5P um die 900 Wattstunden. Das heißt, es lässt sich schon einiges damit machen. In einer mittleren Stufe sind auch 2000 Höhenmeter mit drin. Und natürlich, wenn ich schneller fahre, auch deutlich weniger. Ja, dieser Akku den lasse ich in München fertigen. Wir können eigentlich jede beliebige Form fertigen lassen. Das heißt, auch für Fullis einfach eine Zeichnung schicken. Es werden 18650 Zellen verwendet. Das heißt, die Zellen haben 18 mm Durchmesser. Es ist ein BMS noch mit verbaut. Das ist jetzt ein Beispiel von einem Rucksackakku. Manche Fullis haben ja gar keinen Platz für einen Akku. Oder nur einen kleinen, das lässt sich auch im Rucksack unterbringen. Dieser Akku wiegt ca. 3,6 Kilo. Oder wie gesagt, für einen Hardtail kann man auch schön diese Heilong Flaschenhalter-Akkus hernehmen. Ja, und den montieren wir jetzt. Und dann machen wir eine Probefahrt. Und dann haben wir es. So, wir montieren jetzt diesen 14S 5P Akku an den Flaschenhalterösen. Müssen nochmal das Kabel etwas kürzen, weil es zu lang ist. Dann nehme ich auch gerne diese XT90 Stecker dazu. Die anderen, die sind nämlich nur bedingt wasserdicht. Und die XT90, die gibt es auch als Anti-Blitz-Version. Das heißt, es funkt nichts beim Zusammenstecken. Auch wenn ich das öfter hernehme, finde ich die super. Die sind auch viel besser wasserdicht, sind aber auch zum Löten. Aber da kann man nochmal schönen Schrumpfschlauch drüber machen mit Kleber und dann ist es eine feine Sache. Ja, das Rad ist jetzt fertig montiert. Jetzt machen wir noch eine kurze Testfahrt. Das Rad ist mir zwar ein bisschen zu groß, aber es macht hier dem neuen Besitzer Mordspaß. Und ihr könnt auch gerne euer Rad vorbeibringen zum Umbauen oder euch ein Motorkit bei uns bestellen. Bei Faster Bikes in Jemen.